Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Survivor 2 und ja, wir sind jetzt mit allem fertig. Der Hof wurde übergeben, mein Geld ist auf dem Konto und werde mich jetzt auf dem Weg in die neue Stadt machen und die Nichte von den Obermeier besuchen fahren und mal schauen, was da passiert. Was da denn so los ist. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die letzte Zeit echt wenig geschlafen. Die Hofübergabe, das hat doch alles schon ein bisschen an Zeit genommen. Ach, guckt euch diese schöne Gegend an. Bitte ganz kurz einmal anhalten, noch einmal einen Blick über Ellerbach schweifen lassen. Echt schick die Stadt hier, oder? Oh, ein bisschen hier ins Grüne setzen. Ah. Boah, da wäre ich auch richtig müde hier, ey. Boah. Ey, sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, du faule Sau! Eduard? Wer denn sonst? Sag mal, ist das wieder Weihnachtsmann oder was? Was machst du denn hier? Du bist dich heimsuchen. Du bist doch verstorben. Aber, ne, ich stehe ja vor dir. Beweis es mir. Hey, warte mal. Bring mal deine Hände aus. Ja, hier. Ja, pass mal auf, schließ mal die Augen. Okay. Und jetzt denk mal an einen wunderschönen Gartenzaun. Au! 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 Ja, ja, alles klar. Bist du bescheuert? Ah. Was machst du denn hier? Naja, da war es mir langweilig. Die Frauen sind alle so alt. Du bist nach oben gekommen? Natürlich, was hast du gedacht? Ich habe eher gedacht, du sitzt gerade irgendwo und spielst mit dem Teufel Skat oder so. Ja, war mal schön. Die alltägliche Runde ist immer Mittwoch, aber heute ist Donnerstag. Ach so. Eduard, was machst du denn hier? Naja, nachdem ich ja nur schon einige Gespräche mit anderen Leuten hatte, die jetzt ja immer mehr das Dörfchen verlassen, dachte ich mir, ich guck mal nach meinem stinken faulen Sohn. Eduard, so faul bin ich gar nicht. Ich hab den Hof verkauft. Ja, schön, dass du dich noch mehr auf die Wiese legen kannst und pennen kannst, oder was? Ja, sicher. Muss ich Zeit. Weißt du, was du bist? Du bist eine maßlose Enttäuschung. Was, Eduard? Hallo, ich mach mich gerade auf in eine neue Stadt, um die Nichte vom Obermeier drauf aufzupassen. Ja, pass auf, das mit dem Aufpassen, das kenne ich. Das habe ich damals bei unserem Dienst-Edge noch gemacht. Ja, bin ich du? Ja, du bist jetzt die Hälfte von mir, ne? Ja, verdammt. Oh, hoffentlich muss ich nie so scheißen wie du, ey. Nee, das geht schön. Aber obwohl, eigentlich liegt es in der Familie. Ganz froh sein, dass deine Mutter, Erna, Gott hab sie selig, die dumme Kuh. Ja, ich komm gleich wieder, aber der schreibt, ja, ist in Ordnung. Ja, ich sag's ihm, ich soll dich lieb grüßen. Ja, okay, danke. Hä? Ja, ich komm. Jetzt halt die Fresse, ich komm gleich wieder. Meine Fresse. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Ich war 5 Minuten mit seinem Sohn, kann man ja haben. Aber bin ich von der Erna? Ja, mehr oder weniger. Also du ja. Aber der andere nicht. Ja, du meinst den. Nicht so laut, die Erna weiß davon nichts. Ah, okay. Da bin ich leise. Der ist vom Dienstmädchen. Du hättest sehen sollen, wie die damals immer mit dem Staubwedel gewedelt hatten. Ja, und irgendwann hab ich halt mein Wedel in die Hand gedrückt. Eduard. Das kannst du nicht machen. Warum denn nicht? Du hast genauso wie ich. Ja, das glaube ich wohl. Und dann, war zwar eine Riesensauerei, aber ist ja egal. Okay. Sie hat es danach sauber gemacht. Ja, das glaube ich wohl. War ja die Haushaltskraft, ne? Ja. Ich konnte putzen. Das glaube ich wohl.
Und jetzt? Ja, weißt du, und jetzt? Jetzt sitze ich da oben mit einem weißen Kittel. Gott sei Dank habe ich die alten Klamotten noch gefunden. Okay. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir rennen da oben rum hier mit solchen weißen Kitteln jedes Mal in allen drum und dran. Aber hinten sind sie zu. Aber ich war schlau. Ich habe vorne ein Loch reingeschnitten. Leichter. Und jetzt tust du unter den Wolken die ganze das Ding rauspacken, oder was? Ja, nee, schön wär's. Die sind alle so alt und letterisch. Sind die echt alle alt? Da müssen doch ein paar Junge da sein. Nee, leider noch nicht. Warum das denn nicht? Also für nächsten Monat ist was angemeldet. Mal gucken, ich werde am Tor warten. Ach, machst du jetzt den Job von Petrus, oder was? Ja, ich sag dann hier einmal dran ziehen und dann dürft ihr rein. Und wenn sie nicht dran ziehen? Dann geht's in die Hölle. Eduard. Dann mach ich fertig. Ja, so wie du mich, deswegen, naja. Du störst mich doch hier gerade beim Chillen auf der Wiese. Das hat ja auch einen Grund, warum ich hier bin. Okay, warum bist du denn hier? Ja, pass auf. Ja, nur so, zu meinen Lebzeiten habe ich es ja nicht mehr geschafft, dir das so, sag ich mal, im Ganzen zu erklären. Ja. Ja. Nachts war immer so, ich bin ja, du bist eine faule Sau und so. Aber ich konnte ja nur die Zeit, habe ja da oben nichts anderes zu tun, konnte ja nur die Zeit ein bisschen nutzen und dir so ein bisschen auf die Finger zu gucken. Ja. Ich bin stolz auf dich. Was du hier gemacht hast, wie du dich entwickelt hast, das ist sehr, sehr gut. Aber ein was muss ich dir noch mit auf den Weg geben. Okay. Nimm dich in Acht. Der Brief, den du bekommen hast. Was weißt du von dem Brief? Ja, Junge, ich sitze ganz da oben. Was denkst du, was ich alles weiß? Also, du guckst mir die ganze Zeit zu, auch wenn ich an mir rumspiele, guckst du mir zu? Ja, natürlich, das ist sowas von ekelhaft, das ist nicht mehr feierlich. Ey, ich bin ganz ehrlich, wenn man da oben sitzt und eine Wolke vollkotzt, du weißt nicht, wie der da oben dann ausflippt. Ja, gut, ich kann mir gut vorstellen, dass die da oben ausflippen, ja. Nur so ein kleiner Tipp, solltest du es nochmal machen? Ich habe ihm gesagt, er soll da mit dem Blitzen schleudern. Du das nicht? Hallo? Er sucht ja endlich eine Frau, Mensch, und mehr Sesshaft. Ja, vielleicht die Nichte vom Obermeier. Du bist wohl blöd, oder was? Die nimmst du nicht. Okay. Warum nicht? Ich hab dem Obermeier zu Lebzeiten schon nicht getraut. Und jetzt nur noch weniger. Weil das Komische ist, der ist verschwunden, aber nicht hier oben. Unten hab ich schon nachgeguckt, also auch nicht. Okay. Also lebt er noch? Er ist wahrscheinlich. Pass bitte auf, lass dich nicht über den Nuggel ziehen und geh an die Sache nicht immer so blauäugig ran, wie du sonst immer bist, weißt du? Du bist ja sonst immer so euphorisch und danach geht alles schief. Ja, das stimmt wohl. Mach das diesmal durchdachter und tu mir bitte den Gefallen. Haushalte mit dem Geld. Ich habe 1,3 Millionen. Ja, und was ist mit der halben Packung Schmuddeläftchen, die du in den Umzugskarton gepackt hast? Du sollst doch nicht überall mal zugucken. Die habe ich doch von dir geerbt. Das ist das Einzige, was ich angenommen habe von deinem Erbe. Da waren 50 neue dabei. Was denkst du? Denkst du, es bläst immer mal so ein Wind bei dir durch die Räume? Ja, nee, das bin ich. Oh nee, ich habe mich schon gewundert. Ich habe mir gedacht, mein Gott, wann zieht er denn hier eine Bude so? Ich bin hier. Das nächste Mal ziehst du mal frische Buchsen an, ne? Ja, ekelhaft. Wieder mal, das... Dachte, du bist erwachsen. Ja, bin ich doch. Das sehe ich. Weißt du, wie anstrengend das ist, manchmal selber die Wäsche zu machen? Hast du dir damals die Wäsche selber gemacht? Natürlich. Na gut, bei dem Schiss, den du manchmal drauf hattest, ey. Ich bin so, wie ich war in die Badewanne, hab mich gewaschen und bin raus in die Luft getrocknet. Ja, ich brauchte dir das Bügeln. Das stimmt, das ist wohl wahr. Ja, kann ich nur empfehlen. Aber wie gesagt, pass auf, du sollst ja dort hier irgendwie, warte mal, der hatte da ja noch irgendwas mit Holz und sowas. Genau. Sei da vorsichtig. Denk dran. Irgendwas ist da im Busch. Und bind niemanden irgendwie auf die Nase, dass du so viel Geld hast. Okay, mach ich. Gut. Ja, es war mir schon echt merkwürdig, aber... Ja. Ach, und hier mal noch was. Was denn? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, was denn? Solltest du vielleicht irgendwann mal die Videos oder die Toni irgendwie wiedersehen durch Zufall, keine Ahnung. Ja. Noch meinen letzten Wunsch, weil zu Lebzeiten war es ja, ne, hab ich es ja nicht mehr hinbekommen. Ja. Sag den beiden und vor allen Dingen auch Videos, dass es mir von Herzen leid tut und dass ich sie vermisse. Werde ich ausrichten, Eduard.
Das ist gut. Du fehlst mir. Jetzt gut, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Okay. Du bist so. Warte mal. Wow. Oh, nee. Oh, das funktioniert. Oh, warte mal. Oh, ich muss mich mal kurz setzen. Bleib mal hier stehen. Ich hab dich doch nicht vermisst. Oh. Nein, oh, nee. Nein, nein, bitte nicht. Nein, warte. Den habe ich neu, Eduard. Ja, ist in Ordnung, warte. Oh, verdammt, oh, das ist enger. Oh, ich muss die Hose aufmachen. Da sind doch meine Sachen drauf. Oh, ja, ist Eduard. Eduard. Oh. Oh, ja, ja, ja. Der Hühner. Das kann ich alles nicht mehr. Eduard. Ah, jetzt hab dich nicht so, das ist ein Engelsschiss, das geht schön. Du hast vor anderthalb Jahren in meinem Hühnerstall geschissen, das riecht immer noch nach dir. Ne, das riecht nicht so, das ist ein Engelskakali. Engelskakali? Ja. Das riecht bis hierhin, Alter. Ich muss mich mal außerhalb des Windzyklus stellen hier. Ach so, nur mal sowas zur Info, das kriegst du gar nicht mehr weg. Was? Ja, 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 ich komm ja schön, Menschenskinder, ja. Guck mal, die ruft schon wieder. Ja, ich hör's. Nicht mal die Zeit hat man ja, in Ruhe zu quatschen, ne? Ja, ja, was denn? Ja, ist ja gut. Ach so, ja, was ja. Soll dir ja noch sagen, sollst du ja mal jeden früh ordentlich die Zähne putzen, ja, kennst du das ja gedöns, ne? Ja, werde ich machen. Gut, ich muss dann gehen. Ja. Alles klar. Pass auf dich auf, mein Junge, hast du verstanden? Ja, mach ich. Gut. Alles. Wir sehen uns irgendwann wieder. Wir sehen uns, Eduard. Kann ja jetzt schon gar schon fliegen. Oh mein Gott. Oh. Wow. Was war das? Ich habe gerade vom Eduard geträumt. Eduard! Ja, weißt du, denkst du, kleine faule Sau, dass ich dich nicht sehe? Ich bin immer noch auf dem Weg nach oben. Benimm dich. Ja. War das jetzt ein Traum oder war das echt? Oh mein Gott. Aber. Oh, das tat jetzt echt gut mit. Es tat echt gut mit Eduard zu reden. Auch wenn es vielleicht nur ein Traum war. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Das war kein Traum, der ganze Wagen stinkt. Oh, nee. Fenster zumachen. Boah. So, jetzt wird es aber Zeit abzuhauen heute. Es tut mir leid, dass ich mich gerade nicht gefangen kriege. Das ist... Ich feiere den Eduard. So. So. Aber Eduard hat gesagt, ich soll nicht blauäugig da rangehen. Vielleicht hat er da auch recht. Der Obermeier, der war damals schon ein echter Schlitzohr. Was er alles bei mir gemacht hat, das soll ich mir auf jeden Fall nicht so einfach hinnehmen. Ich werde auf jeden Fall die Nichte ausquetschen, wenn ich sie sehe. Und dann mal fragen, was da Sache ist. Auf jeden Fall. Jetzt geht den Zaun noch hier mitgenommen. So. Dann würde ich mal sagen, meine lieben Freunde, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Ja, ja, das geben wir doch alles schön. Ne? Wenn es euch gefallen hat, immer dran denken, den Kanal abonnieren, meine Lieben. Ne? Und wenn nicht, dann suche ich euch in euren Träumen heim. Und verfolgt die Story hier ordentlich. Ne? In diesem Sinne möchte ich es ja Eduard ganz lieb von euch allen verabschieden. Es war mir immer eine Ehre. In diesem Sinne, eine Ruhe in Frieden. Also scheiße, das bin ja ich. Ne? Also macht's gut. Tschüss.